Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Webinar Innovationen kundenzentriert gestalten hier in der AMC Online Akademie. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Wir sind heute zu zweit. Ihr Experte ist Herr Reiserer, Digital Consultant von Apiomat. Er ist sehr umtriebig, er hat sich auch schon bei verschiedensten Firmen engagiert und beteiligt und unterstützt Apiomat im Geschäft mit dem Thema Innovation und wird Ihnen heute seine Erfahrungen vorstellen. Insbesondere, wie gelange ich zur Innovation? Wie gelingt es denn, die Perspektive von Kunden und Nutzern einzunehmen? Und welche Kreativitätstechniken und Tools sind geeignet, um dann tatsächlich auch in die Umsetzung zu gelangen? Wir haben hier mit dem Webinar eine Form der Veranstaltung. Sämtliche Veranstaltungen finden Sie bei uns als Download in einer Broschüre und sind jetzt direkt bei Ihnen, Herr Reiserer. Herzlich willkommen zum Thema Innovation konzentriert gestalten. Wie bei Webinaren üblich, haben wir eine begrenzte Zeit und die geben wir Ihnen jetzt. Ja, vielen lieben Dank, Herr Kersten. Schönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen und Kreativität, Innovation, kundenzentriert, das klingt ja alles schon mal ganz schön und ich freue mich insofern, dass ich das heute ein bisschen erzählen darf, vor allen Dingen garniert mit ganz, ganz vielen Praxiserfahrungen, Berichten, wie macht man das denn in der Realität und Realität heißt dann nicht nur, wie macht man das in der Realität, sondern wie macht man das in der Realität eines vielleicht größeren Unternehmens, zu dem Sie auch gehören und auch sehr praxisnah, einfach welche Techniken gibt es. Immer bei solchen Webinaren, wenn das von einem Softwarehersteller kommt, dann hat man ein bisschen Angst, dass der ein bisschen Werbung macht. Das würde ich versuchen zu vermeiden. Ich werde Ihnen zwar immer mal wieder erzählen, wie Apiomat in solchen Projekten im Einsatz kommt, aber wir versuchen das wirklich komplett auf den Content zu fokussieren. Und ich glaube, ein wichtiger Spruch, der gerade die Kultur hinter Innovation anspricht, kommt von Elon Musk. If things are not failing, you're not innovating. Das heißt, Dinge, die nicht schief gehen, das klassische deutsche Projekt, das klassische deutsche Erfolgsprojekt ohne Stolpersteine, ohne Hürden, ohne Dinge, die schief gehen, das kann es nicht sein, weil das ist dann nicht innovativ. Also wenn Sie Dinge machen, die glatt laufen, dann sollten Sie sich fragen, sind Sie innovativ genug? Oder muss man vielleicht einfach nochmal mehr Mut zusammen machen, was Revolutionäreres machen? Und das stellen wir ganz viel in solchen Innovationsprojekten fest. Eigentlich sind sie nicht wirklich innovativ, sondern sie digitalisieren die Probleme der Kunden. Das haben wir in ganz vielen dieser Cases gelernt. Ein Wort zu Apiomat. Wir sind ein Team von 70 Leuten, sitzen in Leipzig, gehören zur Easy Software AG und entsprechend stolz sind wir auf die ganzen Auszeichnungen. Das Besondere ist, die Auszeichnungen haben nicht wir bekommen, sondern die haben unsere Kunden für die Projekte bekommen. Darunter so Highlights wie der Art Directors Club für zum Beispiel Volkswagen. Aber gehen wir auch gleich in die Praxis rein, konkret. Was für Innovationsthemen haben wir gesehen? Ein Case, den ich gerne zeige, ist Planet Home, Planet Trip. Das ist nämlich der Skill, bei dem man Immobilienbewertung per Sprache machen kann. Das klingt erstmal ganz wenig innovativ. Das kennen Sie, wenn Sie heute das Thema Immobilienbewertung googeln, dann finden, oder wie viel ist mein Haus wert, dann finden Sie sehr viele dieser Portale sehr schnell. Die funktionieren alle im Prinzip webbasiert. Sie geben Dinge ein und am Ende kommt, vielen Dank, wir melden uns gerne kurzfristig bei Ihnen zurück und rufen Sie dann ab Montag an. Die Erwartungshaltung, finden Sie schnell heraus, wie viel Ihr Haus wert ist oder wie viel Ihre Immobilie wert ist, die wird selten erfüllt. Ich glaube, so ähnlich ist es, viele von Ihnen kennen das aus der Baufinanzierung, das ist auch so Schnellzins ermitteln und am Ende kommt aber nicht wirklich was Sinnvolles dabei raus, sondern es ist ein Lead-Generator. Und Kunden finden Lead-Generatoren doof und nervig und
fangen immer weniger an, das zu nutzen. So produziert man hohe Kosten, aber überschaubaren Nutzen. Planet Home hat sich nun gedacht, wir wollen das ein bisschen innovativer gestalten. Innovativer zum einen in den Kanälen. Das heißt, man hat sich entschieden, dort einfach neue Kanäle wie Alexa, wie Facebook Messenger und einen proprietären Chat zu bedienen. Also eine technische Innovation. Ich kann in einem Gespräch nicht mit einem Menschen, sondern mit einem Gerät jederzeit rund um die Uhr eine Immobilienbewertung beginnen. Die eigentliche Innovation meiner Ansicht nach beginnt jedoch in der Herangehensweise. Das heißt, anders als bei den meisten anderen dieser Cases hat man sich entschlossen, dass man hier nicht erst die Daten einsammelt und dann den Kunden terrorisiert, sondern man hat beschlossen, dass man den Kunden fragt, ob er angerufen werden möchte. Das heißt, man liefert als allererstes ein Ergebnis. Das heißt, der Kunde erhält die Bewertung seiner entsprechenden Immobilie und kann dann entscheiden, möchten Sie, dass wir Sie kontaktieren? Entgegen aller klassischen Lead-Gen-Maßnahmen, aber mit sensationellem Erfolg. Die meisten Kunden, die dann entschlossen haben, gesagt, ja, Sie dürfen mich gerne kontaktieren, die wurden auch zu Kunden konvertiert. Ich finde das ein schönes Beispiel, weil es zum einen Sprache kombiniert, aber eben auch dieses kundenzentrische Denken. Und das heißt, raus aus der eigenorientierten Denke, ich möchte aber unbedingt Leads generieren. Ein zweiter Case, auch wieder ein Sprachcase, ist in dem Fall die Firma Volkswagen. Dort hat man sich entschlossen, die Gebrauchtwagensuche von Heycar auf eine Plattform zu geben. Auch wieder ein Echo-Skill. Gerade in der Versicherungsbranche ist Amazon Echo, Amazon Show, Alexa nicht ganz einfach, weil Amazon dort unter Umständen Skills wegblockt. Hier geht es um eine Finanzierung, Gebrauchtwagensuche und auch eine ganz interessante Kombination. Man sieht, dass man dann in die App wechseln kann. Ganz banaler Case, Terminvereinbarung für die Ausländerbehörde in Berlin. Einfach ein konkreter Case entstanden in Zeiten der Flüchtlingskrise. Ein großes Thema ist, die Menschen müssen sehr, sehr lange warten. Das ist sehr, sehr aufwendig. Es dauert lange, es verzögert Verfahren und man hat sich hier einfach dafür entschlossen, einen entsprechenden digitalen Service zur Terminvereinbarung bereitzustellen, sodass man dort jetzt sehr effizient und einfach Termine vereinbaren kann. In der Hochzeit entstanden, ganz einfache Use Case eigentlich, Riesenproblem, Leute warten, kundenzentrisch gelöst, ich kann Termine online vereinbaren. Hier ging dann auch was schief, so als kleine Anekdote am Rande. Hier war es so, dass es ein Startup gab, das hat diese Termine automatisiert weggebucht und dann verkauft. Also man sieht, Innovation kann auch manchmal ein bisschen schief gehen. Und natürlich gibt es auch Produktinnovationen, da freue ich mich ganz besonders, einen Case vorstellen zu dürfen, den Sie jederzeit im App Store selber runterladen können. Das ist von der HDI-Versicherung Diamond Drive, eine neue Telematik-Komponente für Kfz-Versicherungen, App-basiert mit unglaublich vielen Neuerungen. Erste Neuerung, Sie können das dazu buchen zu Ihrem Versicherungsvertrag. Zweitens ist ein Telematik-Ansatz und der Telematik-Ansatz ist anders als die meisten anderen Telematik-Ansätze. Er ist quasi so geschnitten worden, dass nur eine App dazu dient. Man hat bewusst eine gewisse Datenunschärfe in Kauf genommen, dafür aber ein effizientes, günstiges Produkt schnell auf die Füße gestellt. Und eine weitere Innovation ist, Sie können das als Kunde einfach 90 Tage testen. Also wenn Sie Lust haben, HDI Diamond Drive im App Store runterladen und Sie können 90 Tage sehen, wie funktioniert so ein Telematikdienst, was würde man bringen, wie fährt man? Für mich war das tatsächlich persönlich ein bisschen erschreckend, so wie ich fahre, aber auch das kann Produktinnovation sein. Die spannende Frage ist, das waren jetzt schöne innovative Beispiele, aber wie können Sie denn dorthin kommen? Wie kann man solche innovativen Services konkret realisieren? Und wie macht man das? Und wir gucken mal in die Buzzwords rein, die so aktuell in der Region unterwegs sind, die Sie vielleicht auch schon gehört haben. Alles ist Agile. Das heißt,
kein Pflichtenheft, kein Lastenheft mehr. Böse Zungen würden behaupten, man weiß aber auch nicht mehr, was man dafür kriegt. Und speziell erklären Sie mal Ihrem Einkauf, wir entwickeln das Agile, es gibt keine Milestones, es gibt keine vordefinierten Leistungen. Also ein bisschen schwierig. Der Begriff Design Thinking, den haben die meisten von Ihnen sicherlich auch schon mal gehört. Was ist Design Thinking? Das ist eine Methode, die eigentlich ganz gut ist. Da werden wir noch ein bisschen tiefer reinschauen. Kommt stark aus SAP, aber wird von vielen anderen Unternehmen auch eingesetzt. Und ein weiterer Begriff ist der Business Model Canvas, Value Proposition Canvas. Das halte ich für zwei sehr gute Tools. Da werden wir nachher auch ein bisschen drauf eingehen. Das ist einfach der Ansatz. Gehen wir intrinsisch vor, also schauen wir uns an, was brauchen wir, was haben wir für Ziele und was bauen wir draus und die Kunden werden es schon nehmen. Oder gehen wir vom Kunden hervor, schauen uns wirklich unser Geschäftsmodell an, unsere Einflussfaktoren und im Value Prop Canvas analysieren wir tatsächlich, welche Werte schaffen wir. Das halte ich mittlerweile für ganz, ganz essentiell und für Tools, die man einsetzen sollte und wichtig, denen man dann auch glauben sollte. Technisch wird zur Umsetzung häufig so etwas wie Low-Code, das haben Sie vielleicht auch schon gehört, also entsprechende Tools eingesetzt, die man als Citizen-Developer ist da der Begriff, also als Nicht-Programmierer, als Fachbereich einsetzen kann. Das gleiche gilt für High-Productivity-Tools, um Lösungen, Prototypen zu bauen. Ich habe da auch ein kleines Beispiel dabei, wie das aussehen kann, was man damit machen kann, um einfach schneller zu einem Ergebnis zu kommen. Und ein ganz neues Buzzword, das jetzt in Kürze immer stärker und immer relevanter wird, das ist Experience Management. Experience Management ist die entsprechenden Feedbacks von Kunden, wie sie sich fühlen, wie sie sich, wie es ihnen geht, wie sie sich mit entsprechenden Services zu messen, während der Service erbringen, unmittelbar danach, nicht in der Kundenbefragung, sondern sogar im Schritt, sagen, wie fanden sie die Registrierung, wie fanden sie das Onboarding, wie fanden sie die Abwicklung und aus diesen Daten Trends zu erkennen, um dann wieder agiles Management zu ermöglichen. Das sind, glaube ich, so ein paar Buzzwords, die wir heute beleuchten wollen im Zusammenhang Agile, dann speziell auch nochmal Scrum, also eine Projektmanagement-Methodik. In der Theorie ist das eigentlich alles ganz, 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 ganz simpel. Und ich habe hier einfach mal einen Standard von Design Thinking genommen. Das basiert auf wirklich einfachsten Prinzipien. Schauen Sie sich Situationen an, die Sie verbessern wollen. Versuchen Sie verstehen, wovon Sie sprechen. Beobachten Sie die genau. Hören Sie zu und betrachten Sie die verschiedenen Blickwinkel. Die der Kunden, die Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Ihrer Partner. Alle, die an diesem Prozess in irgendeiner Form beteiligt sind. Das nächste ist dann daraus Ideen zu entwickeln, zu sagen, das könnten wir jetzt verbessern für diese Rolle, für diesen Blickwinkel, für dieses Thema, für dieses Produkt. Dann baut man Prototypen, also sprich nicht fertig zu entwickeln, keine Aufträge zu vergeben, sondern wirklich schnell etwas zu tun, die Wirkung, den Nutzen des Ganzen zu testen und das gehört auch ganz essentiell dazu, im Zweifel auch wieder wegzuwerfen. Soweit so simpel, soweit so gut. In der Realität scheitern wir jedoch an Strukturen. Prototypen kosten Geld, Ideen zu haben, Ideen zu verwerfen, Kunden zuzuhören, Ideen zu entwickeln, die Nutzen bringen aus einer Perspektive, aber vielleicht nicht ganz so sexy sind. Das erleben wir auch ganz oft bei Digitalprojekten. Das ist häufig im Unternehmen nicht umsetzbar. Die Leute sind im Tagesgeschäft drin, die haben keine Zeit, die haben keine Lust, da verändert sich etwas, es geht mir gut, ich habe gar keine Notwendigkeit, was zu verändern. Es ist nicht prestigeträchtig genug. Die IT sagt, wir haben aber doch Technologieanbieter, an denen wir hängen, wir machen alles mit denen, ist schon da. Und ganz schlimm sind die Kunden, deren Feedback einzuholen, deren Meinung einzuholen und das auch ernst zu nehmen. Denn die doofen Kunden wollen viele unserer digitalen Ideen gar nicht. Warum? Kommen wir gleich dazu. Ich glaube, es gibt einen sehr einfachen Grund. Ein paar Erfahrungen, die wir einfach immer und immer wieder gemacht haben, ist, sie brauchen,
wenn Sie innovativ sein wollen, C-Level-Coverage. Die internen Bauchschmerzen geht nicht, haben wir noch nie gemacht, haben wir noch nie gewollt. Ohne C-Level-Coverage, ohne einen Sponsor im Board, das wird nicht funktionieren. Und erfahrungsgemäß sogar breite C-Level-Coverage, einer allein genügt nicht, sondern das muss gewollt sein im Unternehmen, denn es verändert eine Kultur. Kunden einbinden, das sagt man so leicht, aber binden Sie nicht Ihre friendly Customer, die eh immer reden, ein, sondern binden Sie auch mal jemanden ein, den Sie verloren haben. Das ist eine Erfahrung, die wir gemacht haben, dass die wertvollsten Tipps wesentlich besser als von Beratern von Kunden kommen, die gesagt haben, ich habe gar keine Lust mehr auf diesen Mist. Ich mache das nicht mehr mit. Ich habe gewechselt. Geben Sie denen Geld. Wie motivieren Sie die, mit Ihnen zu reden? Und hören Sie denen zu. Eine klassische Erfahrung ist, ihr habt unser Problem gerade digitalisiert. Das sollte man verhindern. Dieses, welchen Mehrwert schaffen Sie? Wenn wir ehrlich sind, dann schaffen viele Projekte keinen Mehrwert. Viele Innovationen lösen kein Problem. Und deswegen scheitern sie hinterher. Value Proposition Design, aus meiner Sicht einer der wesentlichen Tools, die es zu verwenden gibt. Und natürlich auch der Begriff des Minimum Viable Products. Probieren Sie es aus. Bauen Sie mal eine erste Iteration. Das ist bei HDI Diamond Drive exzellent gelungen. Wenn Sie sich das mal anschauen, die Bewertungen im App Store, da gibt es sehr gute Kundenbewertungen. Es gibt aber auch Bewertungen, die sagen, Software, die beim Kunden reift. Ja, völlig richtig. Man hat das ausprobiert, ob der Nutzen entsteht und hat dann beschlossen, das zu skalieren. Ich glaube auch, dieser Mut zum Ausprobieren, neue Dinge mal auch unfertig oder in der ersten Iteration zum Kunden zu geben, das ist essentiell für den Erfolg. Und natürlich fangen Sie als allererstes an, Prototyping zu machen. Machen Sie keine PowerPoint, keine Pflichtenhefte, keine Lastenhefte. Das ist vorbei. Mit Low-Code-Tools kann man eben sehr schnell nach dem ersten Workshop schon mal was in der Hand haben und das anfassen. Und was ganz lästig ist, weil wir schon so innovativ sind, messen Sie Dinge. Alles, was man nicht messen kann, sollte man nicht optimieren. Für alles, für das man sich keine Ziele setzen kann, das sollte man nicht umsetzen. Gerade digitale Cases leben stark davon und ermöglichen es uns, dass wir entsprechend messen. Und insofern überlegen Sie sich, was soll der Nutzen des Ganzen sein und validieren Sie diese These. Diese Kunden, das ist aus meiner Sicht eine der größten Herausforderungen. Wie binde ich die ein? Und aus meiner Sicht das Erste, was sich empfiehlt, ist tatsächlich der Business Model Canvas. Überlegen Sie sich erstmal alle Aspekte, die eine Rolle spielen und validieren Sie die. Ich weiß nicht, ob Sie den schon mal kennengelernt haben, strategizer.com. Es gibt auch Bücher dazu aus dem Umfeld des Lean Startup. Das ist aus meiner Sicht wirklich die Grundlage und das sollte auch eine Entscheidungsgrundlage sein. Wie funktioniert das Ganze? Man definiert dort Thesen und ich habe hier mal ein Beispiel genommen, da hat jemand Uber als Beispiel genommen. Welche Kundensegmente hat man? Es gibt die Fahrer, die Geld verdienen wollen. Es gibt die Kunden, die von A nach B wollen. Wie habe ich Kundenbeziehungen? Wie kann ich die messen? Dafür gibt es ein Bewertungssystem. Es gibt Kanäle, in dem Fall nur die Uber-App oder die Uber-Driver-App, nur einen. Es gibt Erlösströme. Pardon, jetzt habe ich aus Versehen geklickt. Es gibt Erlösströme. Es gibt Kosten. Es gibt notwendige Ressourcen. Es gibt notwendige Schlüsselpartner, wie zum Beispiel hier den Payment Provider. Es gibt Schlüsselaktivitäten und es gibt diese Value Proposition. Welchen Mehrwert generiere ich? Wie funktioniert das Ganze? Man definiert Thesen. Und wer schon mal im Silicon Valley war, wer schon mal in San Francisco war, der weiß, dass einem Menschen begegnen und ihm fragen, ob man dies oder jenes abschließen möchte, dies oder jenes machen möchte, wie man dazu steht. Man kriegt vielleicht auch Anrufe. Auch wir machen das tatsächlich bei unserer Produktentwicklung. Wir zeigen unseren Kunden, was wir vorhaben und fragen die und testen so ein paar Hypothesen, die wir haben. Und diese Thesen validiert man, ob sie stimmen oder nicht stimmen. Und das sollte man nicht in der Theorie tun, sondern man sollte das aktiv tun. Man sollte wirklich mit Kunden, mit Opfern
des Digitalen, der digitalen Idee, der Innovationsidee sprechen und sollte diese Parameter auswerten und sollte auch den Mut haben, im Zweifel was auszutauschen. Ein ganz kleines Detail ist diese Value Proposition. Diese Value Proposition, das klingt so einfach, welchen Mehrwert schaffen wir? So ein Klassiker ist, Kunden wollen Dinge digital tun, deswegen machen wir ein digitales Portal. Und dann stellt man fest, das digitale Portal nimmt keiner her. Warum? Weil es keinen Nutzen bringt. Das ist die große Hürde des Spiels. Und dafür gibt es eine Vertiefung, die ich Ihnen gerne ans Herz legen möchte. Das ist dann das Value Proposition Design. Bei beiden dieser Ansätze gibt es tatsächlich einen sehr formalen Weg, sehr gut auswertbaren und messbaren Weg. Also einfach diese These aufzuschreiben, diese These ausprobieren, measuren und Entscheidungskriterien festlegen. Das kann ich Ihnen immer nur empfehlen, wirklich mit so einer Methodik rauszugehen, zu messen, auszuwerten. Und so schafft man erfolgreiche Innovation. Dieser Value Proposition Canvas, den ich Ihnen schon angesprochen hatte, der ist nochmal so ein bisschen eine Spezialisierung des Ganzen, auch von Strategizer. Und das ist wirklich eine ganz bittere Pille, die zu schlucken. In vielen digitalen Cases stellen wir fest, der Mehrwert, den wir uns gedacht haben, der entsteht gar nicht. Und häufig stellen wir fest, wir scheitern an den einfachsten Dingen. Man kommt ausgehend von dem, was hat der Anwender unseres digitalen Services, unserer Innovation, was ist sein Job? Was muss er tun? Was ist seine Aufgabe? Die kann man relativ schön runterschreiben, die ist auch meistens definiert. Und man findet auch meistens die Pains heraus. Klassischer deutscher Ingenieursansatz, wir identifizieren die Schmerzen oder die Probleme, die jemand hat. Und die lösen wir. Das reicht aber nicht. Das ist unsexy. Wenn Sie sich so einen Tesla anschauen als Beispiel, eines der großen Highlights ist eine affenartige Beschleunigung. Warum ist das so? Das ist ja kein Pain in der Fortbeförderung. Man möchte gerne affenartig beschleunigt werden. Diesen Schmerz hat niemand. Sie können stehen meistens eh im Stau. Aber warum hat man das gebaut? Das ist ein Gain, ein Gewinn. Etwas, was ich nicht erwarte, was auch vielleicht nicht ursächlich mit dem Problem zusammenhängt, aber einfach ein cooler Value ist, ein cooler Mehrwert. Das sieht sexy aus. Und diese Gain Creators sind häufig entscheidend über den Erfolg. Und genau mit dieser Methodik können Sie für den Business Canvas erarbeiten, welchen Wert liefern wir denn? Welche Schmerzen lösen wir? Hilft das dem Kunden, seinen Job besser zu machen? Und schaffen wir Mehrwerte? Und achten Sie immer auf diese Mehrwerte, auf diese Gains. Da entsteht Musik. Und dagegen können Sie Ihr Produkt oder Ihre Innovationsidee challengen. Und Sie werden dann relativ schnell feststellen, ob Sie genügend Pain Relievers und genügend Gain Creators haben. Lösen Sie wirklich die Probleme, die er hat, oder digitalisieren Sie sie nur und macht Spaß. Haben Sie diesen Soft-Faktor. Den sollte man eben nie unterschätzen. Auch da, es ist mir fast peinlich, würde ich Ihnen die HDI-App wieder ans Herz legen. Die hat eben solche Gamification-Momente, Challenges und Ähnliches drin. Diese Dinge, ich fahre nicht nur gut, ich kriege Rabatt auf meine Kfz-Versicherung, sondern eben auch, es macht Spaß. Es motiviert mich. Es gibt Auszeichnungen. Diese komischen Dinge, da muss man die Sachlichkeit verlassen, da geht man ins Emotionale. Und das macht Erfolg. Das sind zwei Methoden, die ich Ihnen sehr gerne ans Herz legen möchte. Und Gleiches findet man im Prinzip beim Minimum Viable Product. Was ist das Minimum Viable Product? Das Minimum Viable Product ist, wenn Sie mit dem Business Canvas oder mit dem Value Canvas, Value Prop Designer ermittelt haben, welche Mehrwerte Sie schaffen, welche Ergebnisse Sie erzielen, dann können Sie ein Produkt bauen, eine erste Iteration Ihres Services, ein erster Ansatz, um zu sehen, ob Ihre Thesen zutreffen. Und auch dort haben wir so einen ähnlichen Case, was Minimum Viable Product bedeutet. Wir fangen mal mit den ersten 20% des Nutzens an. Und auch dort hat man so Achsen etabliert. Zum Beispiel eben
die Basics, das ist einfach das, was wir erledigen müssen. Das führt aber nicht zu einem erfolgreichen MVP. Wir machen das, was wir erledigen sollen. Das ist überhaupt kein Hexenwerk. Diese Performance-Attribute, das sind Attribute, die Nutzen bringen, die Value schaffen, auch ganz gut kann man machen. Und den eigentlichen Erfolg führen diese sogenannten Delight-Attributes, also das, was Leute geil und cool finden, das, was sexy ist, das, was Spaß macht. Und wenn Sie eine Kombination aus Performance und Delight-Attributes, das ist das Kano-Modell, können Sie auch im Nachfang gucken, dann wissen Sie, wie Sie Ihren MVP ausgestalten müssen. Deutsche Unternehmen machen das meist so, dass irgendjemand alles ganz genau kennt in einem bestimmten Prozess und alles ganz genau weiß und der dann typischerweise natürlich genau diese 150% vorschlägt und Wissen, so dass der letzte Einzelfall abgedeckt wird. Darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf ab, ein paar coole Dinge zu machen und ein paar essentielle Value-Treiber umzusetzen. Und so schaffen Sie ein erfolgreiches MVP. Eine wichtige Zahl bei einem MVP ist, alles, was länger als 3 Monate dauert und alles, was mehr als 50.000 Euro kostet, ist falsch geschnitten. In 3 Monaten ändern sich Welten und mehr als 50.000 Euro sollte so eine erste Iteration einfach nicht kosten. Für ein fertiges, lauffähiges, funktionierendes Minimum Viable Product, das wir messen können, um festzustellen, ob wir den Nutzen tatsächlich erzielen. Wie kann so etwas konkret passieren? Wie kann so ein Prototyp entstehen? Da haben wir ein kleines Video für Sie vorbereitet. Da werde ich auch ein bisschen was dazu sagen. Das können wir vielleicht einfach kurz abspielen. Wir versuchen jetzt mal, ob das auch wirklich funktioniert. Wenn das klappt, Herr Kasten, dann sind Sie mein persönlicher Held und es macht einen guten Eindruck. Die Idee hier ist, man möchte einfach mal eine App machen, um Verbräuche zu identifizieren, um schnell Daten zu erfassen. Das kann man sehr generisch halten, glaube ich. Ich will einfach Verbräuche oder bestimmte Daten erfassen. Das können Sie auch generisch auswählen. Idee ist relativ klar. Value ist relativ klar. Ich will das Papier ersetzen. Ich will das in Echtzeit zur Auswertung haben. Ich will das vielleicht in meinem SAP haben. Umgesetzt jetzt mit einem Low-Code-Tool. Low-Code-Tools sind also kleine Programme, die Designer bedienen können, die vielleicht sie selber bedienen können und mit denen sie einfach selbst Dinge erstellen können, schon im Workshop. Also anstatt diese klassischen Scribbles an der Wand zu machen, haben wir hier einfach mal konkret das in einem Tool umgesetzt und mit einem Screen Design. Das Tool, das wir verwendet haben, in dem Fall ist natürlich das Apiomat Studio, also ein eigenes Produkt. Es gibt aber natürlich eine Vielzahl davon. Das heißt, man baut einfach mal wie in einem PowerPoint oder besser wie in Adobe Photoshop sich so einen Screen zusammen definiert von einem Grafiker. Also das ist tatsächlich auch von einem Grafiker gemacht, von einem Designer, wie in Photoshop entsprechend diese ganzen Services konfiguriert sich die und baut dann im Prinzip so eine Art Seitenbaum, ja, kann man sich wirklich wie PowerPoint vorstellen, mit Logik. Und am Ende von so einem 2-Tages-Workshop, 1-Tages-Workshop, hat man eben nicht ein Scribble und eine Beschreibung, sondern man hat etwas, das man anfassen kann. Das ist noch nicht echt, da sind vielleicht noch technische Grenzen mit drin, da sind vielleicht irgendwo Einschränkungen, dass Logik noch programmiert werden muss. Aber man kann sofort zu den Menschen, die mit diesem Service arbeiten müssen, hingehen und kann die anfassen. Und das ist tatsächlich ziemlich in Echtzeit, in der das gebaut wird. Das ist ein bisschen verkürzt. Tatsächlich in wenigen Stunden kann man eben so eine Applikation, wie wir sie vorhin gerade gesehen haben, dann entstehen, ohne Programmieren, ohne IT-Einbindung. Und man kann sofort messen, wie wird die angenommen, kann sofort Thesen validieren. Und wir haben jetzt da eine lauffähige, einsetzbare App entstehen lassen. Das einfach nur als kurzes Beispiel für, wie man Low-Code einsetzen kann. Wie gesagt, es gibt eine Vielzahl von Tools. Apiomat Studio ist eins davon. Herr Kersten, Sie sehen mich applaudierend. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ein Video in einem Webinar funktioniert hat. Ich bin gelinde gesagt begeistert. Was ist ganz wichtig, wenn wir über Agilität reden, über dieses Mindset, das Sie brauchen, um Innovation voranzutreiben? Lösen Sie sich von Technik.
Technik spielt gar keine Rolle. Es gibt jede Technik von x Anbietern, unkompliziert austauschbar. Man kann das alles einsetzen. Viel wichtiger ist, was wollen die Menschen? Menschen werden immer wichtiger. Ich glaube, in vielen Unternehmen haben sie heute Ressourcennot. Wir sind angewiesen darauf, dass die tätig sind, Spaß bei der Arbeit haben. Es gilt nicht mehr, einen Prozess abzubilden, sondern es gilt, Spaß dabei zu haben. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz essentiell. Also gehen Sie von dem aus, was Menschen brauchen. Ich habe unlängst eine Diskussion mit jemand geführt, der hat gesagt, na, wir wollen das und das erreichen. Und ich habe gesagt, es ist mir ganz ehrlich eigentlich wurscht. Ich glaube, wir sollten von dem ausgehen, was unsere Kunden möchten. Und Technologie spielt keine Rolle. Technologie dreht sich immer schneller mit jeder beliebigen Technologie, die sie dabei unterstützt. Aber die kommt immer an zweiter Stelle. Zweiter Punkt ist natürlich genau dieser Punkt Wasserfall, Beschreibung. Wer von Ihnen kennt noch das Thema Pflichtenheft, Lastenheft? Das ist einfach aus der Zeit gefallen. Es macht keinen Sinn mehr, etwas durchzudefinieren, um hinterher festzustellen, dass man was anderes gebraucht hätte. Sondern man muss eben iterativ vorgehen, kleine Entwicklungsschritte, einzelne Schritte, auch mal einen Schritt zurück, wenn man feststellt, es ist ein Fehler, und den nächsten Schritt vorangehen. Auch gerade dieses fail fast and cheap, das ist so ein Mantra. Es ist nicht schlimm, wenn etwas nicht funktioniert. Es darf nur nicht viel gekostet haben und viele Ressourcen gebraucht haben. Lieber probiert man mehr Ideen aus. Die meisten Ideen entstehen ja so, und die meisten revolutionären Ideen, dass man denkt, das kann ja so gar nicht funktionieren. Und überraschenderweise klappt es dann aber doch. Deswegen schaffen Sie eine Kultur und erwecken Sie Verständnis. Sagen Sie, wir wollen 10 Dinge machen und wir glauben, einer vielleicht kommt durch, wenn überhaupt. Und nicht mehr. Also schaffen Sie diese Kultur der Fehlertoleranz und planen Sie Fehler ein. Ein Scheitern, ein Fehler ist nicht schlimm, es ist völlig normal. Ein Riesenproblem im Konzern ist die Hierarchie. Sie müssen mitarbeiten. Sie müssen auf Augenhöhe sein. Der Chef oder der Teamleiter, das ist nicht mehr entscheidend. Die Frage ist, welchen Nutzen bringt er? Hat er Input zu geben? Ähnlich ist es mit Dienstleistern. Dienstleister sind nicht mehr Lieferanten, sondern sie sind heute Partner auf Augenhöhe. Denn auch die haben Ressourcenengpass und suchen sich die Kunden aus, die zu ihnen passen. Sie müssen die also auch ernst nehmen. Und natürlich gehört dazu eben auch, Hierarchien wegzulassen. Der Azubi, der Kollege, die Kollegin, die immer meckern, die sind heute genauso wichtig wie derjenige, der alles am besten weiß, dem anderen zuzuhören. Ich glaube, das ist so eine wichtige Basis, die Sie schaffen müssen, und so ein Verständnis, das Sie schaffen müssen, auch gerade zum Beispiel mit dem Einkauf. Agile Projekte und Festpreis und Milestones, das funktioniert nicht mehr. Wenn man konkret etwas entwickelt, dann macht man das meistens nach Scrum. Es gibt verschiedene Frameworks, Scrum, Kanban, die man einsetzen kann. Und die funktionieren immer nach der gleichen Methodik. Man definiert, was will ich, also das, was man in der Analyse festgestellt hat. Man modelliert das, man baut das und man testet es. Und man exerziert alles final durch, sondern kleine, schnelle Iterationen. Bei Scrum heißen die Sprints, also wirklich in 2 Wochen, 4 Wochen Sprints entstehen kleine Lösungen, dann gibt man sie wieder zurück. Wichtig ist, agil heißt nicht Chaos. Das heißt, sowohl der Zeitrahmen als auch das Budget bleiben robust, aber das, was gemacht wird, wird flexibel assigned. Also zum Beispiel zu sagen, das haben wir nicht geschafft, das kommt in den nächsten Sprint. Das ist Agilität, das ist eben Scrum, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Methodik, dass Sie dort arbeiten mit so Dingen wie Tickets, Jira, einfach verstehen, wir wollen das agil machen, wir wollen nicht mehr klassischen Wasserfall. Und ein bisschen tiefer in Scrum reingestellt, es gibt einen Product Owner. Das ist eine wichtige Rolle, das ist eine wichtige Rolle auch von Ihnen im Fachbereich. Es ist nicht damit getan, herunterzuschreiben, was man gerne hätte, sondern Sie müssen aktiv diese Rolle mitmachen und Sie müssen aktiv in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen, Dinge zu tun. Auch das oft eine Herausforderung. Man macht dann Sprints. Dazu gibt es sogenannte User Stories. Die werden aufgeschrieben, kommen in ein
Product Backlog und dann gibt es ein sogenanntes Sprint Planning. Und im Sprint Planning nimmt man diese Stories und die werden dann umgesetzt von dem Team, ob das Entwickler sind oder andere, spielt erstmal keine Rolle. Und dann macht man dazu einen Review. Das heißt, ich habe im 1-4-Wochen-Rhythmus immer eine fertige Iteration, die ich anschauen kann, die ich testen kann, die ich validieren kann. Aber es gibt auch Dinge, die kommen vielleicht nicht mit. Und ich muss priorisieren. Lösen wir jetzt das oder lösen wir das? Und Sie müssen sich quasi von festen Terminen und Zeitplänen lösen. Das sollte Sie nicht erschrecken. Innerhalb der Zeit bekommt man durchaus auch das Ergebnis wie vorher. Man muss nur bereit sein, dieses Ergebnis eben auch entsprechend entstehen zu lassen und man muss bereit sein, Entscheidungen zu treffen und zu priorisieren. Ganz wichtig, Innovation braucht eine Plattform. Ich glaube, Innovation muss zum einen technisch klar platziert sein. Es muss Toolsets geben, auf denen man arbeitet, denn nur innovativ zu sein, nur schnell in den ersten Iterationen zu sein, löst kein Problem, sondern man muss auch tatsächlich dann das in den Betrieb bekommen. Dazu braucht es Technologie. Etwas, was Sie auch von Anfang an nicht ignorieren sollten, auch wenn es länger dauert, das ist die IT-Governance oder wenn Sie einen Betriebsrat haben. Wenn Sie in Innovationsprojekte diese Kolleginnen und Kollegen nicht von Anfang an einbinden, dann wird das nie etwas. Die werden nie zum Fliegen kommen. Gerade Betriebsrat, ja, der ist unangenehm, das ist aufwendig, aber alles, was Sie vorher nicht klären, fällt Ihnen hinterher auf die Füße. Es geht nur agil, sowohl vom Mindset, wie wir es vorher kennengelernt haben, und von der Kultur her. Also wenn Sie klassisch an Ihren Chef reporten müssen, wie es jetzt mit der Innovation geht, dann sollten Sie es sein lassen. Und nichtsdestotrotz, Innovation muss auch Ergebnisse liefern. Das klingt auch wieder doof. Und sie muss scheitern. Ergebnisse, messbare Ergebnisse. Innovation ist kein Spaß. Ich glaube, die Zeit der Inkubatoren, wo wir gesagt haben, wir machen mal Spaß dran und machen Innovation, das ist schon lange vorbei. Und am Ende muss Innovation skalieren. Es muss eine Ideenfabrik sein. Sie müssen Prozessverbesserung, Kostenverbesserung, Kundenverbesserungen am Stück liefern, Mehrwerte rausarbeiten und nicht einen, sondern einen nach dem anderen. Drei wesentliche Schlüssel zum Erfolg und drei Zahlen, die ich Ihnen gerne auf den Weg geben möchte, ist einmal die 3 Monate. Innovation, die länger als 3 Monate dauert, konkrete Innovationscases, die Sie nicht in 3 Monaten zum Erfolg führen, die sind einfach zu langsam. Das dauert zu lang. Und man kann alles auch in einem Konzern, auch mit einem Betriebsrat lösen. 50.000 Euro. Das ist auch ganz bitter für wenig Geld und speziell Ihre Dienstleister werden Sie dafür hassen. Aber relativ einfach, alles, was für 50.000 nicht funktioniert, funktioniert auch für 1 Million nicht. Nehmen Sie sich typische deutsche Digitalisierungsbeispiele. PayDirect, zig hunderte Millionen reingesteckt, Ergebnis 0. Hätte man das validiert, hätte man das getestet und eben auch mit der Disziplin getestet, es kann sein, dass es nichts wird, dann hätte man festgestellt, für 50.000 Euro, es wird nichts und hätte sich mit dem Rest des Geldes auf sinnvolle Cases konzentrieren können. Und ja, für 50.000 Euro kann man MVPs bauen, kann man Lösungen realisieren. Und ganz wichtig, starten Sie jetzt. Es ist keine Zeit zu verlieren. Schnittstellen, gerade in der Assekuranz, verändern sich. Kundenerwartungshaltung ändern sich. Ihre Vertreter ändern sich. Prozesskostendruck, glaube ich, haben wir auch schon. Und auch die Insurtechs sind kurz davor, ihre Welt zu ändern, sind kurz davor, wirklich zu einer Bedrohung zu werden, so wie sie es in der Bankenwelt schon sind. Und deshalb, glaube ich, ist es ganz essentiell, setzen sich Ziele. 3, 4 Innovationsprojekte dieses Jahr. Davon, wenn eines was wird, ist es toll. Und ja, die Realität heißt nicht 3 bis 4, davon wird eines was, sondern vielleicht 10 und davon wird eines was. Deswegen sollten Sie sich vorbereiten, schnell viele dieser Ideen zu machen und Sie sollten sich eine Kultur schaffen in Ihrem Unternehmen, diese Innovation einsetzbar machen zu können, Ihren Kolleginnen und Kollegen, die wissen,
wo man innovieren könnte, aber sie verraten es ihnen nicht, weil man häufig einen Innovationsprozess hat, der sie daran hindert. Da gibt es dann so lustige Dinge wie Innovationsgremien oder Boards, in denen irgendwelche Menschen entscheiden, in denen die Leute pitchen müssen. Das ist nicht innovativ, das ist albern. Wenn sie innovativ sein wollen, dann erlauben sie Ideen, geben sie ihnen Budget, geben sie ihnen Raum und probieren sie einfach aus. Das ist Innovation. Und wie unterstützen wir sie dabei? Natürlich ist Appiomat Enterprise dafür eine Plattform. Wenn Sie Lust haben auf spannende Workshops, auf diese kundenzentrische Denke von einem Startup und vielleicht sogar die Umsetzung, dann sind wir die Richtigen. Und falls Sie im Nachgang Lust auf Kommunikation, Fragen haben, dann freue ich mich natürlich sehr, die mit Ihnen auszutauschen. Sie finden mich auf LinkedIn, Facebook und sämtlichen entsprechenden Medien. Was ist also das Summary? Kreativitätstechniken. Es gibt viele, aber sie funktionieren nur in der richtigen Kultur. Sie funktionieren nur mit dem richtigen agilen Mindset und sie funktionieren nur mit der richtigen Technik. Das ist die Grundbasis. Sie müssen ehrlich und ernsthaft exekutiert werden. Man muss dem Kunden tatsächlich zuhören und ihn ernst nehmen und man muss bereit sein zu scheitern. Und dann kann man Innovationen schnell und erfolgreich umsetzen, so wie die Beispiele, die Sie vorne gesehen haben. Und damit sind wir Webinars. Sie haben die Chance, über den Chat Fragen zu stellen. Gibt es Dinge, die Sie interessieren, Dinge, wo wir etwas tiefer reingehen können? Und ich blende Ihnen nochmal die aus meiner Sicht spannendste Folie ein, nämlich mit den Dingen, mit den Techniken, die Sie wirklich sich anschauen sollten, wenn Sie Innovationen in Ihrem Unternehmen treiben wollen. Gibt es Fragen? Stellen Sie die bitte im Chat. Wir können die beantworten. Oder gibt es denn schon Vorabfragen, die jemand hatte? Dankeschön, Herr Reiserer, für diese kurze und prägnante Übersicht. Ich denke, jemand, der noch nie etwas mit dem Thema zu tun gehabt hat, hat jetzt auf jeden Fall sehr viel Material, mit dem er sich beschäftigen kann. Der ein oder andere von Ihnen ist vielleicht in dem Bereich unterwegs. Wenn Sie jetzt Fragen haben, ich nehme die Frage von Herrn Reiserer auf, stellen Sie gerne Ihre Frage in den Chat. Und wir wollen dann eben gerne Ihre Fragen auch beantworten. Ich habe vielleicht mal eine prinzipielle Frage an Sie an dieser Stelle, Herr Reiserer. Wenn Sie jetzt in Unternehmen hineinkommen und jetzt mal ganz speziell die Assekuranz, das HDI-Projekt haben Sie ja vorgestellt. Das ist ja auch ein Projekt, was Sie mit HDI zusammen entwickelt haben, richtig? Jein, ja. Da muss man tatsächlich sagen, bei HDI ist genau dieser C-Level-Support da. Das heißt, es gab die Freiheit, dieses Projekt zu entwickeln. Es gab quasi schon das Konzept und wir sind eigentlich nur ein bisschen als Technologie reingerutscht. HDI hat da tatsächlich alles richtig gemacht, was man richtig machen kann. Hat einen Best-of-Breed-Technologie-Ansatz gewählt. Das heißt, es gibt eben Appiomat als Technologie. Es hat die App-Entwicklung hat ein Dienstleister von IBM gemacht. Das Telematik-Kit kommt von einem UK-Experten. Das heißt, man hat wirklich immer sich das Beste für den Case ausgedacht und ausschlaggebend war immer der Kundennutzen. Was will ich, wie will ich es machen? Auch, dass man eben nicht auf eine Box gesetzt hat, sondern das Line Software gesteuert hat, dass man MVP rausgerollt hat, dass man damit umgehen konnte, dass vielleicht der ein oder andere Kunde schimpft, dass man auch damit leben konnte, dass die Daten nicht ganz genau sind. Also am Anfang war es so, wenn Sie Straßenbahn gefahren sind, dann konnte es schon mal passieren, dass er die Fahrt gewertet hatte. Und ich glaube, das sind alles so typische Faktoren, die den Erfolg ausmachen. HDI ist da sehr weit gewesen. Da will ich nicht zu sehr auf unsere Fahne schreiben. Aber das ist tatsächlich aus meiner Sicht ein extrem tolles Beispiel für erfolgreiche Innovation, für die Offenheit. Und wenn Sie auf LinkedIn mal schauen, wer es geteilt hat, ich glaube, der Vorstandsvorsitzende der HDI ist ein großer Fan davon, er teilt zumindest regelmäßig auf LinkedIn dazu irgendwelche Beiträge. Mhm. Also ich würde das als Musterbeispiel sehen für gelungene Digitalisierung. Ja, und
Das Thema C-Level-Coverage ist da sicherlich extrem wichtig, weil wenn ich mir überlege, in den Versicherungsgesellschaften gibt es nun mal nach wie vor Hierarchieebenen. Es sind eben keine agile Organisationsformen, die man vorfindet. Und trotzdem, Sie haben es ja gesagt, ist es doch sehr wichtig, wenn man in solche innovativen Projekte hineinsteigt, dass man dann tatsächlich agil arbeitet. Wie gelingt dieser, ich sage jetzt mal, Split zwischen organisatorischer Tradition und projektmäßiger Notwendigkeit? Ja, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Es gibt zwei Thesen dazu. Ich bin nicht sicher, zu welcher ich tendiere, Herr Kersten. Die eine ist zu sagen, man muss eben diese alten Organisationsstrukturen durchbrechen. Klassischer Feind ist das mittlere Management, zu sagen, das verteidigt solche Strukturen, Hierarchien, weil sonst wäre es überflüssig, wenn man mehr in die Fachbereiche delegieren würde oder zu den Menschen, die das machen. Andere sagen, man muss Inseln schaffen. Und in diesen Inseln agil und offen arbeiten, das sind vielleicht andere Menschen, auch gerade in der Assekuranz. Ich glaube, wir alle kennen gut tradierte, situierte Vermittler, die legen wenig Wert auf Agilität. Die haben Wert auf andere. Ich glaube, es gibt keinen richtigen Weg. Es ist auch hier wieder eine Unternehmensstrategie. Werden wir in 10 Jahren noch Menschen finden, die in einem nicht agilen Unternehmen, in einem hierarchischen Unternehmen arbeiten wollen? Sind diese Unternehmen effizient? Ich glaube, agile Unternehmen sind die erfolgreicheren, diverse Unternehmen sind die erfolgreicheren. Und deswegen ist es aus meiner Sicht essentiell für Unternehmen, sie müssen sich einfach wandeln. Wenn wir einen der beliebtesten Bedroher in der Branche anschauen, der das bis heute geschafft hat, Amazon arbeitet in Pizza-Teams und erlaubt Innovation, vermeidet Hierarchie und ist vielleicht gerade deshalb so erfolgreich und so schnell. Mhm. Ganz zu Anfang haben Sie mal etwas gesagt, das habe ich mir aufgeschrieben. Wenn es jetzt in Richtung Sprachassistenten geht, denkt man natürlich sofort an Amazon und die Alexa. Und da hatten Sie gesagt, dass Amazon Skills blockiert oder blockt. Ja. Können Sie da noch ein bisschen mehr dazu sagen? Ja, es gibt. Wann werden solche Skills geblockt? Das ist tatsächlich relativ interessant. Amazon hat Zielmärkte definiert. Dazu gehört Versicherung, dazu gehört Banking. Und dazu gehört zum Beispiel Hospitality oder Health. Und in diesen Zielmärkten wird es dedizierte Ausprägungen von Alexa oder den Geräten Amazon Echo geben. Und da behält sich Amazon vor, Skills sehr genau anzusehen und sehr genau zu prüfen oder im Zweifel auch nicht freizuschalten. Und die Erfahrung haben wir derzeit gemacht, dass es unter Umständen dazu kommt, dass eben ein Skill nicht veröffentlicht werden darf. Das heißt also, ähnlich wie bei Apple mit dem App Store, wo bestimmte Regularien eingehalten werden müssen, die allerdings, würde ich mal sagen, eher technisch und organisatorisch sind. Hier ist es dann tatsächlich auch eine Entscheidung in Richtung Zielmarkt, wenn ich das richtig interpretiere. Exakt. Also Amazon sagt natürlich, das hat was mit Qualität zu tun, die man in bestimmten Bereichen braucht. Man könnte das auch als Blockieren eines Markts bezeichnen. Okay. Haben Sie da Erfahrungswerte oder wissen Sie, wann etwas blockiert wird? Nee, es ist tatsächlich relativ intransparent. Wir haben jetzt einen Skill nach 6 Monaten live bekommen. Okay. Also einfach 6 Monate der Freigabeprozess, wie Sie es richtig sagten. Ähnlich wie bei Apple, nur in dem Fall eben 6 Monate. Dann habe ich noch eine Frage und meine Damen und Herren, schreiben Sie gerne, wenn Sie Fragen haben, Ihre Fragen in den Chat. Noch eine Frage in Richtung Fehlerkultur. Ich denke, das ist ganz klar. Wenn man agil arbeitet und eben in so kleinen Schritten Lösungen erarbeitet, die auf den Prüfstand stellt, dann kommt man natürlich schnell auch mal zu der Meinung oder zu dem Ergebnis, das funktioniert so nicht. Gibt es Ich stelle mir das gerade vor, man hat beispielsweise ein bestimmtes Projekt, man möchte gerne, also wie beispielsweise bei der HDI, App Diamond Drive, einen Telematik-Tarif gestalten und in einer App
Kapseln und dem Kunden bereitstellen. Das ist die zentrale Idee. Wann wirft man so eine zentrale Idee weg? Also wann ist denn tatsächlich so dieser Zustand erreicht, wo man sagt, es funktioniert wirklich nicht? Möglichst früh. Also wir, ich glaube, man sieht das schon sehr schnell. Man hört das immer nicht gerne. Es gibt, glaube ich, zwei Schlüssel. A, der Schlüssel ist eins, wenn man so ein MVP macht, sollte man sich nochmal 3 Monate geben und das wirklich anpassen auf die Bedürfnisse der Kunden, nochmal Veränderungen auch vornehmen, Dinge, die nicht genutzt werden, nicht mehr investieren, rauswerfen, Dinge vereinfachen. Das ist auch so ein typisch deutsches Thema. Wir machen das ziemlich cool und perfekt und die Leute brauchen nur 10%. Also Dinge, die nicht genutzt werden, rauswerfen. Und am Ende, deswegen hatte ich vorher so ein bisschen auf den KPIs bestanden und auch diese Testcards, finde ich was sehr Praktisches. Wir haben dieses Ziel erreicht, wenn. Das definiert man vorher. Habe ich Zeitersparnis realisiert? Haben sich x Prozent der Kunden dafür entschieden? Bei HDI weiß ich, dass sich ein relativ hoher Prozentsatz der Neuabschlüsse für diesen Telematikbaustein entscheidet. Also ist das eingetreten, was wir vorher definiert haben und nicht hinterher, naja, es wird schon noch. Also dieses, wir kriegen es schon noch hin. Nein, das Pferd läuft nicht mehr. Und deswegen, ich würde immer sagen, so 3 Monate, bis man den MVP hat und dann 3 Monate validieren, testen und diese vorher definierten KPIs und Ziele messen und dann auswerten. Und dann ist es eine einfache Schwarz-Weiß-Rechnung. Wenn Sie die nicht erreichen, die Sie vorher als Erfolgsfaktoren definiert haben, dann sollten Sie Ihre Energie, Ihre Zeit und Ihre Ressourcen woanders fokussieren. Mhm. Okay, danke schön, Herr Reiserer. Ich sehe im Chat keine Fragen und insofern denke ich, dass wir an dieser Stelle, wenn tatsächlich keine Fragen mehr sind von Ihrer Seite, dann auch das Webinar beenden. Herzlichen Dank, dass Sie dabei gewesen sind. Herzlichen Dank, Herr Reiserer, für die Einblicke und ich freue mich, wenn wir uns dann sehen, unter anderem ja auch beim AMC-Meeting am 22. und 23. Mai. Sie sind herzlich eingeladen, dabei zu sein. Feiern Sie mit uns 25 Jahre AMC. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Eine schöne Restwoche. Dankeschön, Herr Kersten.